Wir, die S&B-Gruppe, errichten gemeinsam mit Soravir den höchsten Wohnturm Österreichs mit 172 Metern Höhe. Beim Projekt Denüflets gibt es zwei Bauteile. Bauteil 1, das ist der Wohnturm, und Bauteil 2, das Wohngebäude. Insgesamt errichten wir hier eine Wohnungsfläche von 42.000 Quadratmetern. Ohne Planradar könnten wir das Projekt mit dieser Mannstärke einfach nicht umsetzen. Wir als örtliche Bauaufsicht haben das Tablet mit Planradar stets bei uns. Wir können auf sämtliche Pläne und Dokumente zugreifen, das auch im Keller, wo es keinen Internetempfang gibt. Die Kommunikation, was jetzt zum Beispiel Mängel und Qualitätssicherungen betreffen, läuft hauptsächlich über Planradar ab. Also wenn ich einen Mangel in einer Wohnung feststelle, dann öffne ich Planradar, lege dort ein neues Ticket an, lade ein Foto hoch von diesem Mangel, damit man erkennt, was falsch ist. Das kommt dann auch gleich in den Titel vom Ticket. Dann weise ich dieses Ticket noch der Firma zu und gebe eine Frist von einer Woche, bis dieses Ticket zu erledigen ist. Der größte Vorteil von Planradar ist eindeutig eben diese Zeitersparnis, dass ich einfach alleine durchgehen kann durchs Gebäude und die Tickets einfach den zuständigen Firmen zuweisen kann und die das dann auch relativ zügig erledigen können. Bei einem Projekt dieser Größe würde ich die Zeitersparnis auf circa einen Tag die Woche schätzen. Sämtliche Firmen arbeiten vor Ort mit Planradar, werden von uns auch entsprechend eingeschult. Wenn man einmal dann weiß, wo die Pläne abgelegt sind und wie man die Tickets zuweisen soll, dann funktioniert das ganz gut und ist auch gut verständlich. Bevor wir Planradar hatten, war die Arbeit einiges mühsamer. Den größten Vorteil, den ich sehe, ist das Offline-Arbeiten. Also ich gehe jetzt in den Baucontainer und synchronisiere dort, schalte das Internet ab, komme raus und nehme die Mängel auf. Zweiter großer Vorteil ist, ich habe immer die Pins am Plan. Das heißt, ich muss jetzt da nicht suchen, wo ist das Top etc., sondern ich habe alles auf dem Plan direkt drauf, wo ich nachschauen kann. Ein Projekt dieser Größenordnung will ich mir nicht ungern ohne Planradar vorstellen, weil es einfach sehr unübersichtlich wäre, beziehungsweise bräuchte man sehr lange, um da ein System reinzubekommen, das wirklich funktioniert. Für mich ist Planradar Arbeitserleichterung und mittlerweile fester Bestandteil meiner täglichen Arbeit. Eine Software, mit der man Mängel aufnehmen kann und perfekt auf die Firmen zulassen kann. Ich könnte sogar nur einem Wort zusammenfassen und das wäre vereinfachend. Planradar ist für uns und unsere Mitarbeiter eine Riesenunterstützung.